So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ja, wir sollen zurück zum Gefängnis. Wir sind auf dem Weg dahin und da draußen steht schon einer. Der wartet auf uns. Ich glaube, es ist nicht gut, mit uns zu sprechen. Ich glaube nicht. Mal schauen. You're still alive. Shit. Looks like I lost that bet. Any luck with the job Mattis gave you? I made it to the power plant. The whole place is dead. Nothing obvious to be done to get it running again. Too bad. Mattis will be disappointed. Well, back in your cage, Doug. Stunden später. Was? Klar. Yep. I'm here. Any luck at the power plant? If by luck you mean I managed to not get the power back up and running, then yeah. You could say I had some luck. You found them, didn't you? Whoever's out there messing up Mathis's plans? Not really. But I spoke to them again. Whoever they are, they really don't like Donner. Well, then we have to do whatever we can to help them. Okay. But how? Just keep doing what you're doing. We have to find a way to slow Mathis down. A little hard to do that from inside a cell. Maybe not. Quick, get back. Oh, ich glaube, jetzt gehen wir hauen. Well. Look what my guys found while investigating the old parts of the prison. Oh, Mist. Someone is seriously fucking with me. Oh, shit. Someone who clearly knows more about this prison than they should. Knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary. You know anything about this, pilot? I have no idea what that is. Sure, I figured as much. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. For nothing. We found another way in. A big-ass key that will unlock the door to solitary, or any other door we want. It's called dynamite. Damn it, Mathis. Haven't you done enough in my prison? Shut your mouth! Springen, oder was? I'll deal with you later. Listen, pilot. It's time to get back to work. What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite in one of the machine sheds, the detonators should be around somewhere. Of course, we can't find them. So, I'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden here to find out where they are. You just sit tight, and I'll tell you when I'm done. You may want to plug your ears. Der will uns doch wieder dazu pressen, dass wir doch wieder loslaufen. 100 pro. Now, listen, Mathis, there's no need for that. Come on, Warden. Don't ruin my fun. Detonators. That dynamite is old. We kept it in storage because we didn't have a safe way to get it back to the mainland. That's a nice story. Wait, wait! But I know where you can find some. I'm listening. Old mine in the hills just above the prison. It was shut down suddenly for safety reasons after the quakes, but most of the gear was left up there. I bet there are some detonator caps up there. Interesting. You heard the man. Get going. Yeah, Doc. Time to get back out there. Wait. Mathis, just leave him alone. I'll do it. I'll be quick. You better hurry up, pilot. I think Mathis wants to let off some steam. Wait, Mathis. Was nun? Hallo? Kapitel 3. Die Zünder. Okay, reiche den Mineneingang, neues Ziel. Na, wundervoll. Franklin, if I get myself killed.
Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Wir müssen eh da vorbei. Da können wir hier unten rum. Wohnwagen. Da können wir das nämlich absammeln. Ach, wir kommen hier. Ach, schön. Mir ist kalt. Ich friere. Ich renne mal rüber. Ach, dann ziehen wir meine wunderschönen versteckten Sachen an. Ach ja, wie schön das alles ist. Mach die Tür zu. So. So. Was haben wir noch an Klamotten, was wir eigentlich nicht angezogen haben? Die Fäustlinge. Die hier und die Mütze und das hier. Warte mal. Die Gitarren müssen noch, ob die besser sind. Haben wir die auch schon mitgenommen? Die glaube ich waren sowieso für den Eimer, ne? Ich glaube schon. So, erste Hilfe ins Inventar zurück. So. Die Sachen auch. Ich glaube nicht alles, ne? Wir packen das immer zurück. So. Too much stuff to carry. Ja, ich merke das schon. Wir sind leicht überladen. Dezent. Kann man das nicht zusammenkippen? Warum können wir das nicht zusammenkippen? Das ist doch eine Schweinerei. Das geht nicht. Gut, das ist raus. Ich brauche mir das nicht mitschleppen. Ne? Das ist Blödsinn. Das war raus. Welche Knarre nehmen wir mit? Die hier, ne? So, die kann raus. Die drei Schuss hat sie noch. Kann ich die nicht? Warte mal. Die Knarre. Verwenden Aktion. Entladen. So. Gut. Halt. Klamotten wollen wir auch schon gucken. Ich muss erstmal gucken hier. Sekunde. So. Das ist das auf dem Kopf. Das ist das auf dem Kopf. Du hast keine solche Bekleidung. Haben wir nicht so eine Jacke? Mist, haben sie uns wirklich alles weggenommen? 04. Das gleiche. Tut sich nichts. So, die hier oder die hier oder die hier. Die waren aber besser. Die sind besser. Oh ja. Oh ja, das sieht gleich viel besser aus. So. 1.7. So, zack. Was haben wir hier an? Die nehmen wir. Die taucht auch nichts. So, lange Unterklamotte haben wir an. Ich glaube, die haben uns alles geklaut. Auch die Sachen, die wir anhatten. Die doppelte Sachen. Das sind nur wirklich ein paar anderen. Böse Sache. Ganz böse. So, Klamotten. Da müssen wir sehen, dass wir unsere Klamotten draußen ausziehen und nicht hier drinne. Die noch raus. Die noch raus. Und das war's, ne? Der Rest ist gut. So. Das haben wir rausgeschmissen. Eine Knarre, die geht raus. Die brauchen wir nicht mitschleppen. Revolverhülsen. Well. Drei Stück. Raus. So. Die nehmen wir mit. Schlafsack nehmen wir auch zur Not mit. Ich weiß nicht, ob wir den nachher... Doch, den brauchen wir sowieso. Raus. Die kann hier bleiben. Der kann auch hier bleiben. Die packen wir beide raus. Die kann auch raus. Die beiden. Einfach Werkzeug kann draußen bleiben. Der Rest kommt mit. So, was haben wir hier noch? Das kann das hier bleiben. Die Stöcke nehmen wir auch mit. Von mir aus egal. So. Das haben wir sortiert. Die Schokoriegel raus. Rest nehmen wir mit. Sicher ist aber, wir haben kein Wasser. Wir haben jetzt kein Wasser mit. Erste Hilfe haben wir. Den Energiedrink lassen wir hier. Das lassen wir auch hier. So, was haben wir hier noch mit für den Mist? Zitronenhaus kann hier bleiben. Das kann auch alles hier bleiben. Zeitung auch. Das reicht, dass wir das mit haben. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Und den Rest nehmen wir mit. So. Das ist nur, damit wir Feuer machen können. Aber falls wir jetzt keine Lampe oder sowas haben, dass wir das mitnehmen. Aber eigentlich können das auch hier bleiben. Ne? Wir haben ja den Feuerstahl. Ach, raus mit dem Scheiß. So. 16 Bücher.
Pumlara. So, zwei Stück reichen. So. Mal gucken, was die Uhr ist. Ist Sonnenaufgang. Wunderschön. Haben wir jetzt genug mit? Ich glaube ja. Oh Gott, dann machen wir uns mal wieder auf die Socken, würde ich sagen, ne? Wir haben ja sonst nichts vor. Ne? Wir können das ja dann mal so ein bisschen, ne? So. Raus und los geht's. Der lange Weg, den wir vor uns haben. Schön. So, jetzt müssen wir die Leiche finden. Ich weiß nicht, wie wir hier wegkommen. Da ist die Brücke. Aber muss ja irgendwo hier liegen, dann, Knecht. Dann müssen wir den noch finden. Liegt auf dem Weg. Frage ist nur, wo? Ist das gleich hier vorne? Ja, müsste sie gleich schon hier sein. Looks like I survived another night. Hast du? Großartig. Der müsste doch jetzt irgendwo hier sein. Das wäre natürlich ein Burner, wenn er gleich irgendwo liegen würde. Direkt vor der Tür. Da. Das sind die Geier. Das muss hier sein. Wo ist er? Ist es ein Überlebender oder steht hier? Verschwundener Kraftwerksmitarbeiter. Ja, da unten liegt er. Da unten liegt, wie kommen wir denn da runter? Och mein Gott. Ich weiß nicht, kommen wir irgendwie hier durch? Ich weiß nicht, was das hier ist. Was liegt hier denn? Oh. Die Lichter. Ah, den haben wir schon untersucht, oder was? Ja. Ach, hier liegt. Ach, Gottes Willen, hier liegt auch noch einer. Eine. Ach, das ist das, was sie erzählt haben. Was wir gelesen haben. Die haben sie alle nacheinander erschossen. Oh mein Gott. This is just terrible. Ja. Tell if anyone made it. Furchtbar. Mann. So, wir müssen hier lang. Da war wieder eine Eisscholle im Weg, die uns den Weg versperrt hat, wo wir nicht durchkommen. Mann, du. So, gehen wir Straße runter. Wir müssen irgendwie da in den Canyon runter. Frag mich aber nicht, wie wir es schaffen. Da sind auch nochmal wieder Vögel. Da sind Wölfe. So. Oh. Zum Glück gucken wir rechtzeitig nach. Wie kommen wir da runter? Vielleicht hier vorne. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Wir können ja nochmal hochlaufen. Der weiß jetzt nicht, was er soll. So. Wir versuchen mal den Weg. Vielleicht kommen wir hier irgendwie runter. Oh, da ist eine Brücke. Ach, hier ist eine Brücke. Du glaubst es ja nicht. Ich sehe wieder nichts. Alles Schwatt. Wir kommen da so nicht runter. Ey, das ist ja cool zu wissen, ne?
Wie kommen wir da nicht runter? Das ist natürlich ärgerlich. Furchtbar. Huck Bauernhof. Ja, aber der ist übersichtlich, der Bauernhof. Hier steht ein Gewehr rum. Ja klar, steht hier ein Gewehr rum. Logisch. Stoff. Gewehrpatrone, jo. Nichts. Halt. Nein. Signalpatrone, Stoff. So. Hier steht mal Munition rum. Gewehr steht hier rum. Ich glaube es nicht. Ein Bett. Geheimnisvolle Notiz. Eine Notiz mit Position einiger Geheimverstecke. Ach du Himmel. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, habt ihr immer noch einen langen Weg vor euch. Aber Rettung naht. Haltet unterwegs nach diesen Vorräten Ausschau. Mehr bekommt ihr von mir nicht. Ich würde ja auch Glück wünschen, aber das ist hier Mangelware. Handgezeichnete Karte mit Vorratsposition. This will come in handy. Ach, siehst du. Da ist noch wieder eine Axt haben wir. Wo denn? Straftäterversteck. Hier auch. Was ist denn hier? Straftäterversteck. Hier sind auch noch welche. Also das ist auf dem Weg da hoch. Ne? Dass wir da nicht den verschwundenen Kraftwerksmitarbeiter. Der liegt garantiert unten in der Schlucht. Da kommen wir nicht hin. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Vielleicht kommen wir von hier oben irgendwie unten in der Schlucht rein. Das könnte sein. Hier ist auch nochmal ein Straftäterversteck. So, wo sind wir jetzt? Da, Bauernhof. Gut, dann müssen wir in die Richtung. So, wir müssen in die Richtung. Können wir da so querfeld einlaufen? Ich glaube mit unserem Gewehr, ich glaube nicht, dass wir da einen Bär mit töten können. Ich bin mir da nicht sicher. Aber ich fürchte, nein. Vorarbeiterlichtung. Ach, guck mal einer an. Hier sind wir auch noch nicht gewesen. Dann müssen wir, wenn wir schon mal da sind, ne, dann müssen wir da auch, das nützt ja nun mal nichts. Hier ist ein bisschen Licht, Mensch, und hier sind, Alter, ich meine Jeans und Rucksack. Wonder if this is any good to eat. Na, siehst du, guck mal. Okay, was haben wir hier noch? Stoff und was ist das hier? Da ist noch was zu saufen, das ist gut. Stofffetzen liegen hier noch rum. Hier ist ein bisschen Holz, das sind die Magnesiumfackeln, nehmen wir mit. Hier ist ein Brief. Archivbericht. Eine blutige Seite. So, dann mal lesen. Archivbericht. Schwarzfeld. Eine mündliche überlieferte Geschichte. Band D. Ich gehörte der ersten Wachgruppe an, die sie hierher gebracht haben. Und es war mein erster Job überhaupt. Eigentlich war ich noch ein Kind, grün in den Ohren. Wie die Bäume auf dieser eiskalten Insel. Aber war so beabsichtigt, schätze ich. Dieser Ort hat die Wachen genauso geprägt wie die Männer, die sie hier eingesperrt haben. Einige von uns haben sich selbst eingesperrt gefühlt, genau wie die Insassen. Nach ein paar Jahren habe ich getan, was man von mir erwartete. Ihnen die Hände geschüttelt und bin gegangen. Seitdem war ich nie wieder in Schwarzfeld. Also ein sehr spezieller Knast, wo sie hier. Auf jeden Fall unheimlich abgelegen. Das ist schon mal sicher. Fließfeuilles Linien brauchen wir auch nicht mit. Wir schleppen hier nicht jeden Mist mit. Kondens möchte ich nehmen auch mit. Was ist das hier? Eine
Recycelte Dose. Ne. So. Gewehrmunition. Da liegt aber hier rum. Guck mal hier. So. Munition haben wir auf jeden Fall reichlich. Gut, hier steht sowieso noch Krams rum. Aber wie gesagt, wir können nichts großartig machen. So, raus. Und weiter natürlich. Sag mal, Richtung, haben wir die Richtung, die richtige Richtung? Da oben. Da oben kommen wir eh nicht hin. Wir müssen hier an der Straße lang. Halt. Hier waren wir auch noch nicht, glaube ich, ne? Wir sind, also das ist neu für uns, glaube ich, ne? So. Nichts. Handschuhe nehme ich nicht mit. Wir haben welche an. Müsli, das lassen wir auch hier liegen. Also Essen haben wir so viel mit. Wir werden auf jeden Fall nicht sterben. So. So, warte mal. Sind wir jetzt da oben? Wir müssen da. Wir fahren da nicht. Die haben noch nie so ein Versteck hier irgendwo gemacht, wo ganz das irgendwo ganz weit oben ist. Wir laufen mal hier oben, mal schauen. Vielleicht finden wir das Versteck ja. Das wäre natürlich super cool. Nur dass wir es gesehen haben, ne? Wir wissen. Ne, da ist schon mal. Das garantiert ganz oben drauf. 100 Pro. Kommen wir da irgendwie hoch? Keine Ahnung. Vielleicht da drüben, ne? Mal sehen, ob wir hier hochkommen. Ja, sieht gar nicht mal so doof aus. So weit darauf geht's nicht. Das muss hier irgendwo sein. Oder ich bin wieder blind. Das kann ich, also das ist natürlich auch möglich. So. Das muss direkt vor uns sein. Direkt hier irgendwo. Da sind wir vorbeigelaufen. Oder sind wir tatsächlich da vorbeigelatscht? Das mag natürlich auch sein. Egal. Wir laufen jetzt weiter. Ich habe da jetzt keinen Bock darauf, das ewig zu suchen, ja? Wir haben auf jeden Fall Sachen. Die Hütte. Ach, guck mal an. Hier ist so eine Feuerstelle. Auch nicht schlecht. So, die Hütte ist irgendwo da hinten, ne? Kommen wir da irgendwie. Oh, alter Freund. Alter, sag mir nicht sowas. Jetzt muss ich den ganzen Weg. Nein. Na gut, gehen wir den ganzen Weg zurück. Macht nichts. Kommen wir hier vielleicht runter, eventuell. Oh ja, es geht. So, hier ist die Straße. Der muss, kann die Hütte ja auch nicht weit weg sein, ne? Drüben ist die Hütte. Da ist die Hütte doch. Das Haus am See. Nein, wie herrlich. Ein Haus am See. Wie wahnsinnig. Großartig.
Und wie sie aussieht, hat die sogar einen Kamin. Da kannst du Feuer drin machen. Ach, wie schön. Warte mal. Da ist sowas. Da haben wir ein Versteck gefunden. Vorratsposition. Was lesen wir hier denn? Wenn du das hier liest, hast du mein Versteck hinter der alten Maurer-Siedlung gefunden. Ich habe meinen alten Bunker wieder geöffnet. Die Lage wird hier langsam übel. Begib dich von der Vorbereitungslichtung nach Norden. Lass dir die Straße hinter dir und sehe dann einen kleinen Anstieg in die Felsen hinauf. Folge der Wiese, dann hast du es geschafft. Wir können die Dinge bestimmt aussitzen. Einen alten Bunker. Okay. Well, well. What do we have here? Dünner Pullover, nee. Das nehmen wir noch mit. Pullover nehmen wir mit. Okay. Neues hier. Da ist der Bunker. Ich glaube, die werden wir überall finden, die Bunker. Aber erstmal die Hütte. So. Cool. Die Hütte. Oh. Da war aber jemand schon da. Schade. Ich dachte, es wäre richtig gemütlich und heimlich und heimisch. Und hast du nicht gesehen? Ich brauche mal Licht hier. Ich brauche mal Licht. Ja, ich mache mal Licht. So. Oh, hier kann man ein Feuer machen. Ist das nicht schön? Brandbeschleuniger. Hier liegt alles rum. Could end up being useful. Getragene Kampfrose. Das ist bestimmt wieder so ein. Das nehmen wir mit. Bau von Teil 3. Klappe öffnen. Ach, die habe ich gleich gesehen. Das war echt ein Zufall, dass ich die gesehen habe. Ein Beil, da liegt noch eine Patrone. Die nehmen wir noch mit. Antibiotika nehmen wir auch noch mit. I could use this. Bauen wir mit, nehmen wir auch mal mit. So, das hier mal gucken. Nein, auch nicht mehr. Oh, was ist denn hier? Das ist ein einfacher Pfeil, einfacher Survival-Bogen. Hier, Munition hier. Gottes Willen. Das wäre noch, ne, also. Ist das nicht so, dass wir nicht so viel davon hätten. So, wir können ja auch übernachten, wir lieben. Diese Hütte. Naja, ich meine, ne? Besser als nix. So. Da haben wir wenigstens mal die Hütte gefunden. Was ist die Uhr denn? Ah, es ist mitten am Tag noch. Wunderschön. Dann kriegen wir, glaube ich, bestimmt noch ordentlich was gerissen. Vielleicht schaffen wir das sogar noch hier hoch. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir können es versuchen. Was war das? War das der Elch da hinten? Tatsächlich ein Elch. Wattengerät. Mein lieber Freund, Wattenapparat. So, oder wir machen ja kurz hier, wir machen mal kurz Feuer an, damit wir ein bisschen Wärme haben hier. Ich weiß nicht, wie lange das bei uns klappt hier. Ah, wir haben noch Klamotte gekriegt. Warte mal. Nein, warte mal, die Jacke haben wir doch hier gefunden. Wo war die jetzt hier? Die Jacke nehme ich mit. So, lass mal gucken. Siehst du, da haben wir noch eine Jacke über. Bester Kram, was willst du mehr? Da war nichts Doppeltes, Doppeltes, Doppeltes. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe noch eine Mütze mehr. Ah, 1,8, die ist besser. So. Handschuhe, Schuhe, alles gut. Das sind die Stiefel. Pass mal auf, die anderen Stiefel war die Klappe hier. Wir nehmen die mal mit. Mal gucken, ob die besser sind. Mach ja sein, kann ja sein. Muss ja nicht sein, ne? So. Oh, doch. Anziehen. Die sind auch viel schicker. Auf jeden Fall. So, Klamotte das raus und die Arbeitsstiefel raus. So, der Rest ist super, ne? Mal kurz gucken. Alles gut. Super. So.
Gut, dann werden wir uns gleich mal auf den Weg machen, in die andere Richtung sozusagen darüber. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Sag ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen, nicht? Und wenn es gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.